Hallöchen und herzlich willkommen zu Lillys Adventskalender 2021. Ich heiße euch willkommen auf eine spannende Zeit, die nächsten 24 Tage. Ich werde mit euch zusammen jeden Tag ein kleines Weihnachtsmotiv malen. Ein kleines Weihnachtsmotiv, denn ich habe mir vorgenommen, ein bisschen meiner Reste der Aquarellpapiere zu verbrauchen. Habe mich sogar noch ein bisschen aufgehübscht, habe mir heute noch die Fingernägel schön rot lackiert und möchte mit euch direkt hier starten. Ihr seht hier einen voll bepackten Tisch und ich möchte euch ganz kurz erklären, was wir auf jeden Fall die nächsten Tage brauchen werden. Wir werden vielleicht nicht alles jeden Tag brauchen, obwohl eigentlich werden wir alles jeden Tag brauchen. Und wir werden 24 kleine Motive malen. Ich hatte mir überlegt, dass das Geschenkanhänger sein könnten. Es könnte aber auch Baumschmuck sein. Also es werden 24 verschiedene weihnachtliche kleine Accessoires entstehen. Deswegen habe ich hier auch Garn, eine Lochzange und ein paar Ösen, weil ich die tatsächlich gerne als Anhänger gestalten möchte. Wie ihr die im Endeffekt nachher benutzt, das ist euch vollkommen überlassen. Ich werde alle 24 Motive mit Aquarellfarbe malen. Der Hintergrund ist deshalb, solltet ihr keine Aquarellfarbe haben, ist das gar nicht schlimm. Ihr könnt trotzdem 24 Tage mitmachen. Aber wenn ihr etwas längerfristig was von den Bildern haben wollt, dann solltet ihr lichtechte Farben nehmen. Und Aquarellfarben sind nun mal lichtechte Farben, da sind echte Pigmente drin und die bleiben auch auf dem Papier. Farben in der Regel, meistens in den Brushpens, sind nicht lichtecht, das heißt, wenn ihr die draußen hinhängt, kann es sein, dass eure Bilder verblassen oder sogar im schlimmsten Fall verschwinden irgendwann. Und das möchte man ja nicht. Also wenn ihr die nächstes Jahr auf jeden Fall noch benutzen möchtet, dann wäre es schön, wenn ihr vielleicht ein paar Aquarellfarben da habt. Ich werde zu jedem Motiv auch benennen, welche Farben ich benutzt habe. Also ungefähr von der Farbrichtung. Ich werde keine Farbnummern vorgeben, weil jeder hat andere Farben da. Und ihr sollt auch frei in der Gestaltung sein. Ich gebe euch immer grob ein Motiv vor. Wie gesagt, es werden einfache Motive sein, wie ein Stern, ein Stoffherz, ein Weihnachtsbaum, vielleicht auch eine Socke, ein Lebkuchen, halt so ganz einfache Sachen hier in einem Mini-Tutorial verpackt sind. Das heißt, die Videos werden hier nicht 20 bis 30 Minuten gehen, die Videos werden maximal 5 bis 10 Minuten gehen. Heute kann es sein, dass es ein bisschen länger geht, weil ich euch hier noch eine kleine Einführung gebe. Ich würde ganz kurz mit euch nochmal das Material besprechen. Wie gesagt, Papier. Ich habe hier 300 Gramm Aquarellpapier. Benutzt das, womit ihr zufrieden seid. Es sollte für einen Anhänger schon ein bisschen stärker sein. Dann die Lochzange, die Ösen und ein Garn, ein Faden. Irgendwas, was ihr da habt und gerne benutzen möchtet. Zum Aufhängen eine Schere, um die Motive auszuschneiden. Ihr könnt sie aber natürlich auch quadratisch lassen. Dann natürlich Farben. Ich habe hier, wie gesagt, Aquarellfarben. Der Großteil ist tatsächlich von Lukas, so wie es hier auf dem Kasten auch draufsteht. Ich habe noch ein paar andere Farben da drin, aber wie gesagt, ich werde euch keine Nummern von den Farben vorgeben. Ich werde euch ungefähr eine Farbrichtung vorgeben, dass ihr da auch gar nicht eingeschränkt seid oder denkt, oh, die Farbe habe ich gar nicht zu Hause. Ihr könnt das mit sämtlichen Farben machen. Dann habe ich hier ein paar Pinsel liegen. Das wird so im Schnitt das sein, was ich die ganze Zeit benutze. Das sind viele kleine Pinsel, also drei kleine. Das sind zwei in der Größe 0, einer in der Größe 2, einer in der Größe 6 ist das, glaube ich. Drehen hier gerade mal, ja. Und dann habe ich hier noch einen anderen in der Größe 4. Aber dadurch, dass die Motive relativ klein bleiben, wird die Pinselauswahl auch recht klein bleiben. Eventuell immer noch ein Bleistift und ein Radiergummi zum Vorzeichnen. Wir brauchen Wasser auf jeden Fall, ein Tuch, eventuell sogar eine Mischpalette. Das hier gehört so ein bisschen zu meinem Flatlay, das einfach ein bisschen schön aussieht. Und dann würde ich sagen, starten wir heute direkt mit dem ersten Türchen. Hinter Türchen 1 verbirgt sich heute eine ganz normale Christbaumkugel, Tannenbaumkugel, Schmuckkugel, wie man auch immer sie bezeichnen möchte. Ich möchte euch bloß ganz kurz mit auf den Weg geben, was ihr braucht. Wir brauchen Garn, eine Öse, eine Lochzange. Wir brauchen ein paar Aquarellfarben, eventuell einen Goldton, eventuell etwas Weiß, ein paar Pinsel, Wasser, ein Tuch, ja, und das war's eigentlich schon. Ach, und einen Bleistift. Mehr braucht ihr eigentlich nicht und ja, die Größe entscheidet ihr und jetzt geht's los.
Wir beginnen hier direkt mit einer kleinen Skizze und als Hilfe, um einen runden Kreis malen zu können, könnt ihr euch Washi-Tapes, Rollen nehmen oder irgendwelche anderen runden Sachen. Ihr müsst nicht unbedingt einen Zirkel nehmen. Zirkel hat immer den Nachteil, dass man dann so ein Pünktchen in der Mitte hat von der Spitze. Deswegen würde ich immer raten, irgendwas, man kann hier auch einen Deckel oder ein Glas oder was auch immer, was ihr gerade zur Hand habt, könnt ihr hier als Vorlage für das, als rund benutzen. Die Kugel, die wir hier machen, könnt ihr in der Farbe eurer Wahl machen. Das ist total egal. Ich habe ja hier auch eine schwarze und eine Gold, Kupfer, Bronze, so eine Mischung. Da könnt ihr euch frei austoben. Ich werde, wie schon gezeigt, eine rote Kugel machen. Und da beginne ich damit. Hier meine Kugel vorzuwässern, weil ich hier mit der Technik nass in nass arbeite. Muss nicht exakt sein. Habt vielleicht immer noch ein separates Tuch beiliegen, dass wenn zu viel Wasser drauf ist, ihr immer noch abtupfen könnt. Ich habe hier in der Mischpalette noch so ein dunkles Rot. Das könnt ihr euch zusammenmischen. Es kommt aber auch dem Krapplack Dunkel sehr nahe. Schon, wie die Farbe mit dem Wasser reagiert. Der Vorteil bei der Nass-in-Nass-Technik ist, dass die Farbe recht gleichmäßig verläuft. Ich mache das jetzt hier mal recht gleichmäßig. Seht ihr ja auch bei meinen Kugeln hier oben schon, wenn dort ein Lichtpunkt ist, der ist natürlich heller. Wir arbeiten jetzt hier auch weiterhin mit der nassen Farbe. Ein bisschen dunkler. Auf der einen Seite. Schön. Ihr seht, hier kann man gut drauf arbeiten mit und man sieht auch hier schon die Effekte. Hier nochmal hier die frische Farbe. Aus, mache ihn trocken. Also ich mache ihn wirklich, versuche ihn so trocken wie möglich zu machen. Denn ich möchte jetzt tatsächlich hier noch ein bisschen Farbe wieder wegnehmen, weil ich den Lichteffekt hier gerne noch ein bisschen intensiver haben möchte. Und da seht ihr schon. So, das reicht mir jetzt hier schon. Natürlich sein, dass die Farbe noch ein bisschen zurückläuft. Das lassen wir jetzt ordentlich trocknen. Falls ihr ungeduldig seid, so wie ich, könnt ihr gerne einen Föhn benutzen. Fertig geföhnt. Ein Tipp noch, wenn ihr einen Föhn benutzt,
achtet bitte darauf, weil ihr schiebt natürlich mit dem Föhn das Wasser und die Farbe hin und her. Deswegen ist es ratsam, den Föhn vielleicht ein bisschen weiter wegzuhalten. Dauert dann zwar auch ein paar Sekündchen länger. Sollte sich der Lichteffekt hier vermischen wieder mit der Farbe, könnt ihr mit dem Pinsel da nochmal rangehen, solange es natürlich noch feucht ist. Und dann trocknet das aber auch mit dem Föhn relativ gleichmäßig. So, um den Lichteffekt jetzt aber noch zu verstärken, könnt ihr entweder mit einem weißen Stift, entweder mit einem weißen Gelstift oder mit einem weißen Acrylstift oder wie ich hier habe, mit einer weißen Aquarellfarbe oder mit irgendeinem anderen Weiß, was ihr da habt. Es geht auch Acrylfarbe, ganz normale oder halt auch von Gouache, da könnt ihr auch das Weiß mit benutzen. Aber ich bin mit dem hier recht zufrieden. Und da könnt ihr hier nochmal einen stärkeren Effekt für das Licht einzeichnen. Und dann braucht unsere Kugel natürlich noch ein Hängerchen da oben und den mache ich hier mit goldener Farbe. Da könnt ihr aber auch ein total beliebiges anderes Gold nehmen, ob auch mit einem Gelstift oder ihr habt einen Fasermaler mit Gold. Also das ist euch überlassen oder ihr nehmt natürlich eine ganz andere Farbe. Ihr könnt auch selber benutzen. Ne? Ich nehme jetzt hier Gold. Mache mir den Anhänger auch direkt so, dass ich eventuell sogar ein Loch, ich muss gleich mal schauen, wie ich das mache. So, dann kann ich hier nämlich direkt das Loch rein. Euch ist natürlich auch überlassen, wie kräftig ihr diese Kugel macht. Ne? Ich mag es manchmal sehr gerne seicht. Ihr werdet vielleicht auch im Laufe der nächsten Tage merken, dass manche Farben vielleicht doch ein bisschen knalliger werden. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ist auch tagesformabhängig. Und zu guter Letzt nehme ich jetzt meinen Dünstpinsel, den ich habe. Ein bisschen mit Neutraltinte oder gegebenenfalls schwarz, falls ihr keine Neutraltinte habt. Auch nicht zu knallig. Verdünnt sie euch ein bisschen. Ein paar Rillen quasi einzeichnen. Ein bisschen mehr Dynamik bekommt. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit dem ersten Motiv hinter dem ersten Türchen. Das schneide ich jetzt aus. Dann werde ich mit meiner Lochzange, der Vorteil ist, ich kann halt hier direkt zielen, hier silberne Ösen, habe aber auch noch ein paar goldene Ösen. Passt natürlich jetzt hier besser. Und dann schön versäubert von vorne und von hinten. Dann schneide ich mir noch ein Stück Garn ab. Heute schon das erste Motiv fertig. Wir haben relativ simpel gestartet. Mal gucken, wie es die nächsten Male wird.
Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben, beziehungsweise vielleicht habt ihr auch einfach ein bisschen Spaß und ein bisschen Ablenkung. Ich freue mich, wenn ihr eure Motive in den sozialen Medien teilt und mich verlinkt und den Hashtag Lillys Adventskalender 2021 benutzt. Dann werde ich das auf jeden Fall sehen und auch teilen. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mir doch vielleicht auch gerne ein Abo oder auf Instagram ein Gefällt mir da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch. Tschüss!